Einen wunderschönen wünsche ich euch und willkommen zurück zu diesem Sphere die 100 Bibi Challenge. Es ist Nacht. Eigentlich sollten alle schlafen, aber als ich das Spiel angemacht habe, waren einige der Meinung, wir gehen jetzt nicht im Bett. Wir sind jetzt wach. Und wir machen, was wir wollen und nicht, was du willst. Sag mal, guckst du mal auf die Glocke, Maus? Mäuschen! Es ist 23 Uhr. Geh nach Hause. Die gehen alle im Bett. Alle Bett. Alle schlafen. Hopp. Sehr schön. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaft schön. Das dauert mir sonst zu lange, wenn das jetzt in normalen Zeitraffer läuft. So, heute haben ja die nächsten Geburtstag, ne? Wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Jawohl, die zwei. Für die haben wir jetzt Zimmer schon vorbereitet. Das können wir dann auch für die zwei machen. Ach ja, und dann kommt das Baby ja auch bald. Ui, 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 ui. Hier ziehen dann den nächsten aus. Und hier zieht die dann aus. Sehr schön. Komm, zieh ab, die schlafen alle. Keine Zeit für dich. Ja. Die immer alle den Ton her haben. Nala, du bist tot. Geh. Wow, hast ein Lama gemacht. Das war ja klar. Veronika steht als erstes auf. Wie sieht's denn hier aus mit dem Essen? Kann sie eigentlich noch ein Gericht nehmen? Das kann sie eigentlich noch essen, oder? Ja. Hallo, wieso isst denn du nicht erstmal? Wenn die nicht das machen, was ich will, da könnte ich ausflippen. Wisst ihr, das Ding ist gleich schlecht. Und die eiert hier immer noch rum.
Komm, das schaffst du noch. So, jetzt muss ich mal gucken. Muss mal Hausaufgaben machen. Oh, krankheitserregend. Was? Krankheitserregern ausgesetzt. Ach, bist du ansteckend? Ansteckend, hm. Du musst auch noch Hausaufgaben machen. So, wartet mal. Jetzt müssen wir mal hier langsam anfangen zu wecken. Einmal bitte verwenden, dann kannst du das mal bitte aufräumen. Und das könntest du aber noch essen, ne? Noch 2 Stunden. Na, dann los. Aufstehen! Und du tust das mal wieder reparieren. Du bist auch wach? Dann kannst du hier ein Gericht nehmen. Und jetzt ist Mutti auch wach. Oh, die muss dringend aufs Klo. Das kann sie machen hier. Und dann muss sie dringend was essen. Und dann kannst du gleich mal bitte Frühstück servieren, weil deine Kleinwänster werden auch bald aufstehen. Aha, von mir aus. Hallo, geh doch bitte erstmal auf Klo. Nein, du gehst erst auf Klo. Dann kann sie dir ein Gericht nehmen. Und dann tust du bitte. What? Wählerisch beim Essen. Ja, das ist ja nichts Neues. Wegwerfen, aufwischen. Das macht keinen Spaß, muss aber sein. Dann kannst du das aufräumen. Du müsstest Zusatzaufgaben machen, aber das ist nicht so schlimm. So, du bist jetzt auch durch soweit. Du kannst deine Zusatzaufgaben noch machen. Und du? Du bist fertig. Dann kannst du das mal bitte aufräumen. So, Lisa kann dann was essen. Ich hoffe, das ist noch gut. Ja. Und dann tust du bitte Frühstück servieren. Was wollte ich, armer Ritter? Dann muss ich mal wieder in den Garten. Aber erst tut sie Staubsaugen oben. Hier. Nein, ich glaube. Na doch. So, du hättest auch ein Hüngerchen. Schaffst du noch. Du könntest der Weile, guck mal, da muss ich mal mithelfen. Oberflächlich reinigen. Sie sind nämlich schon verspielt, jede Menge Hausarbeit. Oh, furchtbar. Schaffst du das noch? Glaube nicht. Jetzt ist es verdorben. Dann tun wir bitte hier aufräumen.
Huch! Huch, nein, nein, nein! Das ist auch schon Bexer. Dann kannst du dir jetzt was Neues nehmen. Nehmt euch was Neues zu essen. Ich habe doch hier was Neues hingestellt. Und dann aufs Töpfchen. Ja, hier oben ist schmutzig. Dann müsstest du mal sauber machen, Fräulein. So, sind alle weg. Ach, das geht kaum. Letzten. Sehr schön. Fenster's weg. Ach, da ist noch jemand. Mensch. Oh! Dass Travis Scott von uns gegangen ist, mein aufrichtiges Beileid an deinen Verlust. Travis Scott? Travis Scott? Ist das der ihr Vater gewesen? Nee. Travis Scott war... der Vater von Sarah und Lisa. Verlust eines Familienmitglieds. Na, logisch. Ja, logisch. Aber warum der Familienmitglied? Das sind auch schon ihre Kinder. Sind Veronika ist das letzte Kind von Nala und das sind alles schon ihre Kinder. Na, die schon 6 Kinder zur Welt gebracht? Na, Respekt. Das war der Vater von Sarah und Lisa. Oh, na, herzlichen Glückwunsch. Ach ja. Naja. Irgendwann ist es nun mal soweit, ne? So, wie sieht's denn aus hier oben? Jetzt aufgeräumt. Hä? So, was machst du jetzt? Du gehst aufs Töpfchen. Nein, du gehst aufs Töpfchen erstmal. Level 5. Sehr schön. Dann kann ich doch nicht mal raus in den Garten gehen. Dann muss ich schon wieder aufs Klo. Guck mal. Guck mal. Was? Draußen lernen, bitte.
Warte mal, könnt ihr euch nicht gegenseitig trösten? Prinzessinnenreden, Kunstreden, Dinosaurierreden. Geh erstmal auf Klo, bitte. Was ist mit dir, Nirisch? Ist das schon eine Aura? Wollt ihr nur Bescheid sehen, dass ich mir deinen Rat zu Herzen genommen habe und mich entschieden habe, mich nicht mehr mit Eden Lockwood zu treffen? Apropos Ethan. Das wird Sarah nie erfahren. Niemals. So. Dann könntest du hier unten mal staubsaugen. So, los geht's. Und die letzte Madame steht auch auf. Die geht erstmal aufs Töpfchen. Dann holt sie sich auch was zum Essen. Ja, spiel mit dem Essen. Du bist so toll. So. Was? Nein, du wirst jetzt kochen, Madame. Wir gucken mal unten. Mal von unten nach oben gucken. Kürbiskuchen, Apfelkuchen, Fleischpastete. Machen wir den. Und dann brauchen wir ja noch einen Kuchen. Noch einen Kuchen. Und zwar nehmen wir da mal einen. Dem O geht? Was bildet der? Ja, gieß das rein, mach schon den Herd zu. Ist total in Ordnung. Was macht denn der junge Mann? Okay. Gibt es noch Fähigkeiten, die du noch Töpfchen? Naja, gut. Okay. Na ja, du machst das schon.
So, dann tun wir hier dann mal beim Geburtstagskerzen drauf. Was machen die da? Lange dauert es noch, bis das Kind kriegt? Aber hier mache ich mal Pause. Denn die zwei unterhalten sich gerade so schön und das könnte ich ja nutzen, um den Part zu beenden und euch einen wunderschönen Abend zu wünschen. Und mich darauf zu freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Sims 4, die 100 Baby Challenge. Bis dahin, ciao!